Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, dieses Terminal hier zu bauen, wo mittlerweile die ganzen Arbeiter dran stecken. Wir schauen jetzt mal in dieser Folge, was unser kleiner Laden hier oben macht. Und wie der Umsatz für den ausschaut. Aber der muss ja natürlich ordentlichen Umsatz machen. Und ich hoffe, dass der genug macht. Der kriegt von mir jetzt noch die andere Seite dazu. Ah ne, warte mal, der braucht hier wieder eine Kaffeebar. Eine Kaffeebar. Wo ist denn die? Wo ist diese Kaffeebar? Wer ist denn die drin? Zwei drin, also wenn ich so stehe. Nein, oh, das war dumm. Wo ist es wieder hier? Hier. So. Vielleicht bringen die dann mehr Angestellte mit, um das Ganze zu beschleunigen. Weil es wurde seit 3 Tagen nicht erreicht, das Ziel. Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel sie brauchen. Aber sie haben eindeutig zu wenig Umsatz. So. Hier unten sind sie aber schwer schon am Basteln. Der zweite Stock ist auch quasi fertig. Das ist mega cool. Und jetzt kommt der ganz große Trick. Wir brauchen ja das komplett selbe wie hier eigentlich nur. Bedeutet, wir gehen jetzt hier auf die Kopierfunktion. Von der Stelle bis nach ganz oben. Alles. Und setzen das jetzt so, dass das passt. Perfekt. Und dann sind die wieder richtig allein und danach haben wir dann hier schon alles ready to go. Das sollte ja dann perfekt schon passen. Also wer wartet jetzt hier auf wen gerade? Das mit dem gefährlichen Pack muss ich echt noch lernen. Aber Geld fließt, Jungs. Geld fließt. Also irgendwas passt denen halt absolut nicht. So. Habe ich hier nicht im Untergrund auch irgendwas gebastelt, wo ich nicht mehr weiß, was es war? Ich habe hier nach drüben eine Durchfahrt gebaut. Genau. War hier nicht irgendwie der Plan, dass ich mal dieses Futterhaus sozusagen umsetze? Warte mal, wo gehört denn das denn hin? Was ist das hier gewesen, ne? So, und das ist Open Public Roadside. Muss das Ganze noch ein bisschen umdesignen. So. Public Road. Alter, es ist hier so viel los. Schaut euch das an. Oh, die hier unten muss ich auch noch umtauschen. Und irgendwie habe ich immer noch Personalmangel. Also das mit dem Personal, das ist bis heute ein Wunder. Bewerber. Filtern alles, was grün ist. Alter, nur 2 Sicherheitsan. Ernsthaft? Ich brauche noch eine Haustechniker, nehmen wir noch. Ankunftsleiter, Ramp Agent. Sicherheitsbeamter, Ramp Agent. Fluggastbetreuer und Hausmeister. Sicherheitsbeamter, Ramp Agents. Sicherheitsbeamter. Hausmeister und Hausmeister. So. Jetzt habe ich wieder ein paar eingestellt. Das sollte unsere... Wie viele Mitarbeiter haben wir mittlerweile? 280! Wollt ihr mich verkackeiern? Holy shit!
Flugzeug nach Flugzeug kommt hier rein und raus. Das ist schon der Wahnsinn. Und so, hier muss ich dann halt eine Straße wieder durchsetzen, damit das Ganze funktioniert. Ich vergesse immer noch genau die ganze Zeit, wo ich hier hin muss, ne? So. Der gehört hier hin. Ich will gerade auch den Müllplatz vielleicht auch hier hinsetze dann. Schauen wir mal. Müllplatz. Wenn ich den Müllplatz hier hin so platziere, würde es ja auch ganz gut passen. Kann ich nicht den einfach umsetzen? Geht das nicht irgendwie? Warum darf ich hier Rechtsklick machen, aber auf dich hier nicht? Ja, wir bauen es einfach neu. Wie schaut es eigentlich mittlerweile mit den Umfahrungen aus? Die wäre ready, wie es ausschaut. Bedeutet, wir können dich hier abreißen. Und dementsprechend diese Straße auch weg. Und dich gleich müssen wir dann auch abreißen, weil du stehst halt leider so ein bisschen 11 verfügbare Plätze. Wie viel sind hier noch verfügbar? 0 verfügbare Plätze aktuell. 19 und 20. Wir müssen halt aktuell bitte mal das auch alles abreißen. Hier bitte. Sucht euch bitte neue Plätze. Ihr seid jetzt, müsst jetzt umziehen gerade bitte. Dankeschön. Nein, du ziehst da nicht mehr ein. Ihr habt neue Plätze zu suchen. So. Und dann machen wir das jetzt auch hier so, dass das Flughafengelände hier eingerahmt wird. Bis hier vorne. So. Und dann setzen wir hier noch eine normale Straße hin. Dass die dann hier das sozusagen erledigen können. Ich glaube irgendwie, dass unsere Kollegen hier fertig sind, weil so wie die hier rumflitzen, heißt es normalerweise, dass alles fertig ist. Schaut auch irgendwie so aus. Dann müssen wir uns jetzt wieder ums Gepäck kümmern und die Gepäckverladung. Sicherheitszone, genau, da war was. Genau, und da sollte vielleicht ein Fußweg dann darüber designen, ne? Dann bauen wir hier einen Fußweg. Gehweg. Dann können wir das nicht alles als Sicherheitszone verwalten und sie kommen da relativ schnell hin. Das kann auch eine Sicherheitszone sein. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Erstmal das alles als Sicherheitszone hier verwalten. Dann überlegen, wenn das hier weiter so durchführt. Dann will ich hier eine Straße hin und hier eine Straße hin. Und das Gepäckverladeband. Ist viel zu groß dafür. Ist halt viel zu nah eigentlich. Tun die Sicherheitszone noch ein bisschen vergrößern. Gib mir noch zwei von denen hier so. Perfekt, dankeschön. Ja, ist gut, euer blödes Gepäck hier. So. Dann kommt hier jetzt noch die
Infrastrukturstraße hin. Heißt das Bretterport oder nicht? Nee, ne? So. Und dann müssen wir das unten wieder drunter planen. So, warte mal, wir wollen das jetzt ein bisschen umdesignen. Gepäckförderband, schnelles Förderband, direkt so. Wait, warum ist das jetzt so gefahren? Warum? Also wenn alles gut läuft, ist eh gleich mein Baumeister da und löst das Problem. Ja, da kommen sie schon. Aber warum? Es zeigt noch nach unten und es entscheidet schon so, yo, dann mach das mal bitte nicht mehr so, ne? Gut, mach mal weiter hier bitte. Ja, Map. Ich könnte mich auch mal Map hier. So. Dann ziehen wir dich bis hier drüben. Ich will das alles ein bisschen verbessern. Deswegen werden wir jetzt hier auch anstatt das Standardding zu machen, das hier so anschließen. Das hier so. Und dann sagen, hey, geh hier eins runter. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach vorne bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann sagen wir wieder, hey, 1 nach oben. Hat sich das erledigt? Dann schauen wir hier eins hoch noch. Hier muss ja auf jeden Fall mal eins runter. Und dann zwei daneben, muss eins rauf. Falsche Richtung. Jetzt habe ich rauf gesagt und dann rauf gedacht. So. Das sollte passen. Dann gehen wir wieder runter. Und schauen mit den Gepäckbändern an. Die schicken wir so direkt. Und ich würde schauen, dass wir immer so zwei Abstand einfach halten. Einfach um Ordnung zu haben. Das passt eh gut, wenn es dann so läuft. Dann muss hier ein Sortierer rein, ein Sortierband. Und dann muss hier ein Down rein, der muss drei nach rüben. 1, 2, 3. Und dann muss das wieder nach oben. Ey, jetzt komm. Und dann düsen wir mit dem nach hier rauf. Dann haben wir nicht einen sauberen Anschluss hier unten auch. Und wir können das Ganze noch so ein bisschen vorziehen. Es wird es natürlich wieder dauern, bis wir das Ganze hier umgesetzt haben und alles überarbeitet wurde, aber hey. Dann ist das nicht schon mal ready und wir können hier alles vorbereiten für die Neubauten.
Laggy Lag, ich weiß, was verantwortlich ist. Die vielen Menschen hier. Wie geht's dem Laden eigentlich oben? Den wir jetzt ein bisschen umgebaut haben. Jetzt haben die vier Kassierer hier. Warum interessiert sich keiner für den Laden? Das ist ja voll assi. Kein Schwein geht zu denen und sagt, hey, weißt du was, ich hab Bock. Och, doch, einer. Einer hat sich ermutigt. Wie viel waren bis jetzt hier? 19. Also irgendwie scheint der Laden denen zu teuer zu sein hier. Vielleicht an den großen Flughäfen dann, wenn hier die großen Dinger sind. Vielleicht ist da wieder was anderes. I don't know. I don't know, I don't care. Die Einfahrt habe ich auch bis heute nicht umgebaut, ne? Plan war es mal, aber habe ich nie gemacht. Gut, dich. Vertrag überprüfen. Produktionsgeschwindigkeitsmodifikator. Jetzt müssen wir auf 7 stellen und dich tun wir bitte ausschalten. Wie voll ist denn der Stand hier? Ich würde hier mal... Das Gebäude würde ich nicht gerne abreißen. I would like to dump you. Ist das jetzt hier wieder ein Schutz irgendwie, dass ich dich nicht aus Versehen abreiße? Also so irgendwann, irgendwas muss das hier sein, rein theoretisch. So, jetzt setzen wir dich hier noch hin. Die Enteisungsanlage muss ich auch noch bauen, ne? Hier die Enteisung. Ah ne, das ist für die Flugzeuge dann. Also ins Enteisungslager. Muss das irgendwo speziell hin? Nee, ne? Das können wir rein theoretisch also einfach hier platzieren. Dann passt es auch schon. Dann bauen wir jetzt hier noch ein paar Straßen. So. Ich weiß noch nicht für was oder wie, aber fürs Erste wird es mal so gehandelt. Gut. Die müssen jetzt alle ein bisschen anders fahren, aber das werden sie fürs Erste auf jeden Fall überleben. Das Radar muss ich von da nochmal entfernen. Wie gesagt, wenn wir alles so ein bisschen umbauen und den Platz hier frei kriegen wollen, dann muss das hier weg. Zwei verfügbare Plätze. Eieieiei. Was ist denn das für ein Gerät eigentlich schon wieder? Was habe ich da schon wieder hingestellt? Ist das das alte Ding noch? Das ist echt das alte Ding. Wo habe ich das neue Ding eigentlich hingestellt? Habe ich das schon aufgestellt? Nee, habe ich noch nicht. Schau an. Eine Sache, die wir übersehen haben. Das passt einfach super hier hin. Perfekt. Alter, warum ist denn da jetzt keine Straße gebaut worden? What? Oder wird die noch gebaut? Okay, wird noch gebaut. Gut. Dann wirst nicht auch du deaktiviert. Und von deiner Arbeit relieved. Dann reduzieren wir hier schon mal die Straßen schon. Die Tankstellen werden dann noch umplatziert und alles drum und dran, aber das wird nochmal eine teure Angelegenheit. Wir geben schon mal den als Abriss in Auftrag. Weil davor ist der eh schon fertig. Das Lager schaut gut aus. Abholung auf 85% würde ich jetzt vorschlagen. Gut.
Dieses Spray ist deaktiviert und kann in kein Gepäck befördert werden. Du kommst jetzt einfach da dran noch. Fertig aus. Haben wir alle schon eine Verbindung jetzt? Zack, perfekt. Kann Verbindung zu einer Parkposition. Ah. Wir fehlen natürlich noch die Parkpositionsverbindungen dann. Jetzt sozusagen geben wir meinen Auftrag hier. Baumodus für geplante Objekte. Gebt den Auftrag. Und dann haben wir 400.000 auf ein Schnipshaus gegeben. Also jetzt kann ich hier auch endlich sagen, hey, mach die Straße hier fertig. Das ist doch eine Katastrophe, dass die hier so anstehen. So, wie schaut's hier aus? Baumeister schon unterwegs, schaut gut aus. Da ist ein Loch in der Wand. Warum ist da ein Loch in der Wand? Verschließt das Loch in der Wand. Und ich hätte gerne, dass wir einen Fußweg auch hier außen. Dass wir den hier außen rum auch noch setzen. Falls sie mal durch die Sonne gehen wollen, weißt du, dann sind sie da auch jederzeit ready für. Okay, den verbinden wir direkt damit noch. Flutgas-Pokémon muss her. Genau, du wirst auch noch mit dem hier verbunden. Wie? Ist der schon voll? Dann bist du der Erste, der hier hingehen wird. Jetzt sehe ich es nicht darunter, das ist doch eine. Oh. Geht zur Seite, wie soll ich denn hier? Ah. Also, teilweise muss man schon sagen, ist es noch ein bisschen blöd gehandelt, aber. Das kriegen wir hin. Gut, du wirst auch mit dem verbunden. Dann schauen wir, dass wir die noch so schnell wie möglich alle fertig kriegen. Haben wir nicht für die Folge auch schon ordentlich gemacht? Fluggastbrücke kommt hier noch rein. Hier kommt auch eine Fluggastbrücke rein. Hier auch. Und hier drüben auch. Dann bauen wir noch ganz schnell die Mauern zu. Wir wollen ja noch, dass das sozusagen hier alles fertig ist für heute. Jetzt hat Spiel. Come back to me. Dann schauen wir eins höher. Weil alles ist ja schon vorbereitet, bin ich nicht. Als ob die das nicht übernommen haben. Sie haben die Schalter nicht eingebaut, die Säcke. Sind die hier eins vertieft drin gewesen oder nicht? Wie waren denn die hier eingebaut? Eins nach draußen stehend, okay. Aber keine Sicherheit. Oh. Das Sicherheitszonenzeug wieder. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, dann geben wir das hier alles der Sicherheitszone frei, reißen die Wände noch alles raus und dann läuft es schon. Bin mal gespannt, wie der ganze Umbau hier noch läuft. Wir müssen natürlich die Feuerwehr, wir müssen die Polizei versetzen. Da wird noch viel auf uns zukommen. Das teuerste wird natürlich, den Tank zu vergrößern und zu versetzen. Aber dann haben wir endlich die Fläche hier frei und können hier hoffentlich auch mehr mitmachen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo!